Guten Tag, ich bin Walter Pfistorf vom Arca Shop. Passend zur Photokina 2014 hat Arca Swiss eine neue Fachkamera auf den Markt gebracht. Die F Universalis. Die F Universalis gibt es in drei verschiedenen Ausführungen. Eine 4x5-Inch Ausführung, eine für die Mittelformatkamera und eine für die DSLR Kleinbildformat. Die drei Versionen unterscheiden sich lediglich in der Länge des Balkens und in der Rückstandarte. Die torkelfreie Orbix-Verschwenkung ist feingetrieben. Die axiale Verschwenkung erfolgt mechanisch. Die Höhenverstellung ist wieder feingetrieben. Damit können Sie das Objektiv in die Mitte des Digitalbacks oder der Digitalkamera ausrichten. Hier sehen Sie die Ausführung F Universalis mit angesetztem Digitalback und Fachobjektiv. Wir beschäftigen uns heute in der Hauptsache mit der Ausführung Universalis DSLR. Um die Kleinbildkamera an der F Universalis zu befestigen, genügt Ihnen eine Monoball Fix Kameraplatte. Wir empfehlen Ihnen von Anfang an die Verwendung eines Monoball Fix L-Bracket. Damit können Sie leicht von horizontal nach vertikal wechseln. Der Balken der Universalis ist immer der gleiche. Sie teilen uns lediglich bei der Bestellung mit, ob Sie eine Sony, eine Canon oder eine Nikon verwenden und erhalten den dazu passenden Adapter. Der Balken hält mit der Metallplatte magnetisch an der Kamera, absolut fest und lichtdicht. Um die Tilt- und Shift-Funktionen der Universalis DSLR vollständig ausnutzen zu können, benötigen Sie natürlich Objektive mit einem entsprechend großen Bildkreis und einer entsprechenden Bildweite. Dies können zum einen Fachobjektive wie hier zum Beispiel das 70 mm oder auch das 40 mm Digaron W der Firma Rodenstock sein, oder Sie besitzen Mittelformatobjektive, zum Beispiel hier der Marke Hasselblad bzw. Zeiss, und die können Sie ganz einfach mittels eines Adapters, von dem es im Moment sowohl einen Hasselblad als auch einen Pentagon Adapter gibt, in die Universalis einsetzen. Die F Universalis verbindet die Möglichkeiten der traditionellen Fachkamera mit allen Möglichkeiten der modernen digitalen Fotografie. Ich denke, für jeden Fotografen ist es ein Riesenunterschied, ob Unschärfen am Computer entstehen oder während des Aufnahmeprozesses. Ein handwerklich richtig gelegter doppelter Scheinpflug erspart Kosten, die ansonsten in der Post-Production entstehen würden. Aber nicht nur mit der Tilt-Bewegung erhöhen Sie Ihre Möglichkeiten. Durch den langen Auszug eignet sich die Kamera hervorragend für die Makrofotografie. Auch für den Landscape- und Architekturfotografen ist die Kamera hervorragend geeignet. Durch Stitchen erzielen Sie unglaublich große Dateien mit einem ungeheuer großen Detailreichtum. Darüber hinaus, mit dem geringen Gewicht, darf die Kamera zu jeder Location mit. Bei Porträtaufnahmen können Sie die selektive Schärfe über den LCD-Monitor gut kontrollieren. Da DSLR-Kameras über einen schnell reagierenden CMOS-Sensor verfügen, lässt sich die Schärfe einfach und sicher auf dem LCD einstellen. Ausschnitt vergrößern, nachjustieren und zack, erledigt. Sachaufnahmen und klassische Studiofotografie. Das ist eigentlich die Paradedisziplin einer Fachkamera.
Ich stelle die Kamera ins Wasser. Danach die Bildstandarte hoch. Seitlich verschieben. Und fertig ist die optisch einwandfreie Darstellung meines Objektes. Interessant ist auch das Thema Kosten. Eine FDSLR bekommen Sie schon ab 2200 Euro. Für ein Tilt-Shift-Objektiv können es dann schon mal 3000 sein. Aber völlig unabhängig davon, mit der FDSLR können Sie Aufnahmen erzielen, für die Sie vorher ein Digibag benötigt hatten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, Telefonnummer steht auf der Internetseite, rufen Sie an.